Moin Leute, herzlich willkommen zu Pokémon Soul Silver. Wir sind wieder hier in der 7 Region Lock. Send Help, Leute. Nein, Silent, nicht Send Help. Oh, armes Kätzchen. Du Schnuffelbubu, du. Mano. Send Help, Leute. So, heute machen wir ein bisschen weiter hier. Klatschen wir deinen Trainer und hoffen, dass wir hier auf die Zinnoberinsel irgendwie mal andocken können. Ich habe gerade auf die offscreen auf die Karte geguckt. Es sieht so aus, als wäre das auf jeden Fall die besuchte Insel. Aber es sieht ganz schön hoch aus. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir wieder andocken können. Das muss ich erstmal rausfinden. Ja, jetzt hätte ich gerne noch Schocksamen übrig. Haha. Haha. Egal. Mach du sie noch ein bisschen was. Ein bisschen was davon. Liebreiz. Er hat meinen Spezialangriff verkrüppelt. Nein! Hör auf damit! Aua! Mein Spezialangriff ist wichtig! Okay, reicht trotzdem. Ach, hin hier. Go. So, Schwimmerin Undine besiegt einen. Ist Undine nicht irgendein so Charakter aus Undertale? Da heißt er ja auch Undine. Muss ich hin? Oh, ich brauche das Kraxler, um auf die Insel zu kommen, oder wie? Nee, hä? Erstmal ist hier Pokémon Center, wir holen uns jetzt Michael zurück, Leute. Achso, und Lynn und Lucy kriegen noch einen Punkt. Ich werde mal nicht auf dem Stream Deck einstellen. Dass wir unseren Namen ändern. Da steht nämlich noch Kali drin, ne? Und das stimmt natürlich nicht ganz. Rapaparapu. Noch alle anderen stimmen aber, oder? Ja, müsste. So. So, Name hier, Jamie. Ah ja, gut. Er ist natürlich jetzt ein hartes. Oh Gott, ein hartes Palimpalim. Das sind. That's pretty int, Leute. Aber hey, er macht nichts. Wir heilen jetzt erstmal unsere Pokémon, damit wir wieder AP haben. Wäre schon nicht schlecht. Und dann gucken wir mal, wie die Hard Gold Soul Silver Zinnober Insel so aussieht. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, by the way. Ich statt nicht wissen. Ich glaube, in der Hard Gold Soul Silver Nuzlocke, die wir damals vor vielen Jahren gemacht haben, habe ich, glaube ich, die ganze Kanto-Region ignoriert. Wer bist du denn? Du siehst aus wie Gary. Wer bist du denn? Oh, das ist blau. Mein Name ist Blue, Mann. Es gab mal eine Zeit, als ich ganz Kanto bezwungen hatte und der Champ war. Ha, aber um ehrlich zu sein, hat mir dann dieser dumme Rot dazwischen gefunkt. Der Spaß war nur von kurzer Dauer. Und nun schau dir an, wo ich bin. Ein mickriger Vulkanausbruch war bereits genug, um die gesamte Stadt zu pulverisieren. Die Natur musste nicht viel mehr tun, als kurz den Erdboden zu erschüttern. Und schon waren wir alle heimatlos. Egal wie gut unsere Pokémon trainiert waren. Wasted. Der arme Blue. Aber ich kann es nicht leugnen. In meinen Adern fließt Trainerblut. Wenn ich einen starken Gegner treffe, dann will ich auch gegen ihn kämpfen. Hör mal, wenn du es ernst meinst und du echt gegen mich kämpfen willst, dann zeige doch mal, wie viele Orden du dir in den Arenen von Kanto erkämpft hast. Ja, nur 5 Stück hast du also. Das reicht mir noch nicht, um dich gegen mich kämpfen zu lassen. Boah, was? Junge, ich habe in Johto den Champ besiegt. Oder ich bin Champ in Johto. Was jucken mich denn eure kleinen Flachzangenorden? Das ist doch scheiße. Okay, also Zinnoberinsel ist quasi durch Vulkanausbruch zerstört worden. Aber es gibt noch ein paar Leute, die hier wohnen, oder wie? Ein Jahr ist nun vergangen, seitdem der Vulkan hier ausgebrochen ist. Zum Glück scheinen damals alle noch rechtzeitig entkommen zu sein. Na ja, immerhin. Der Pyro hat seine Arena auf der Zinnoberinsel verloren. Wo kriegt denn seinen scheiß Orden her? Na gut, erstmal können wir hier angeln für ein krasses Pokémon auf der Zinnoberinsel. Ist ja auch was Cooles. Kann man mal appreciaten, ne? Let's go. Leute, let's go! Hä? Warum? Nein. Das habe ich schon. Stop it. Gib mir was Neues. Ich glaube, wir können nicht mehr so viel Neues kriegen. Das müssen wir mal fairerweise inzwischen mal beantrachten. Dass wir echt schon richtig viel Pokémon gefangen haben. Also 3 Boxen voll plus minus Entwicklungen ist ja echt nicht wenig, ne? Okay, das muss ich leider fangen.
Also wir haben weder Ninja, Ninjas Knochen, Ninja Tom, so schlechtes Deutsch ausgespuckt. Wir haben weder einen Kader noch Ninjas Knochen, Ninja Tom, also ich muss das fangen. Und leider merke ich auch gerade, ich muss das bei vollen HP fangen. Weil das Pokémon hat ja nur ein KP. Yikes. Das ist ja doof. Hier, go? I guess? Ja, das kann jetzt ja ein bisschen dauern. Oh, ich muss aufpassen, sonst falle ich hinten über. Mein Stuhl ist nicht fixiert. Jetzt kann ich den hier machen. Oh. Hi Kana, grüß dich, moin. Ja. Ja. So klinge ich gerade auch, Alter. Wieso müssen wir Ninja Tom fangen? Das stirbt doch bei der ersten Berührung mit sehr effektiven Attacken instant. Das ist überhaupt gar kein Nuzlocke-Pokémon. Das ist ja terrible. Schattenstoß. Haha, hat keine Wirkung. Hat ja alles keine Wirkung. Flugmann, komm jetzt ganz schnell in unser Team. Oh mein Gott, das wird ewig dauern. Es hat einfach immer 100% KP, Leute. Oh, ist das unbefriedigend. Ich beschleunige mal ein bisschen, Leute. Kann sich sonst nur um Jahre handeln hier. Na, Kana, wie geht's dir heute? Alle Töfte bei dir, hoffe ich? Bereit für neue Pokémon? Ja, unter anderem müssen wir gerade dieses Pokémon hier fangen. Und ich kann es nicht schwächen. Alles gut bei mir. Irgendwas Wichtiges? Nö, nicht wirklich. Ich habe zwischendurch einen Porygon 2 getötet, weil ich doof bin. Oh, ups. Alter, Brudi, komm, bleib da einfach in einem Scheißball, Mann. Komm schon. Sei nett. Please. Oh. Unbefriedigend. So ist der, macht mir nicht mal Damage. 3 Stunden später, Leute. Also ich mach gleich den Turm wieder aus, ne? Ich erspare uns jetzt mal alle hier dieses Audio-Desaster. Machen wir mal leiser hier. Das ist ja übel lästig. Ja, ich hoffe, in den nächsten 3 Stunden werden wir dann einen Ninja-Tom gefangen haben, tuten, damit ich das hier nie wieder tun muss. Danke. Cool. Ach, das ist stufenlos mit der Lautstärke. Wie cool. Wie cool ist das denn? Nice Emulator-Funktion. Möchtest du Ninja-Tom einen Spitznamen geben, Leute? Möchte denn jemand, Leute... Fangrate mit Pokéball 11,9. Was, so viel? Warum habe ich denn gerade mit einem Hyperball 20 Bälle gebraucht oder so? Naja, 20 nicht, aber 15 sind es locker gewesen. Ja gut, kaisches Glück, ne? Das kennt man ja, ne? Aber möchtest du einen Spitznamen geben? Leute, mag denn jemand einen Ninja-Tom haben? Ich frage einfach mal ganz obligatorisch in den Chat. Ne? Also wer möchte, schreibt gerne. Ich würde es nie mitnehmen. Das stirbt ja instant. Es muss nur vergiftet werden. Im Sandsturm stehen, im Hagel stehen oder von einer sehr effektiven Attacke getroffen werden. Das ist tot. Das Pokémon ist basically useless. Für unsere Zwecke. Ninjask wäre besser. Da kann man wenigstens noch Schwertanz spielen und einfach nur schlitzen. Das ist cool. Aber das, was ich ja haben möchte, nee, der nächste ist einfach... Heribert. Ich weiß nicht, wie ich auf den Namen gerade komme. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da gab es morgens einen Gronk-Insider. Ich glaube, irgendwie sowas. Ich bin gerade auf den Namen spontan gekommen und denke mir so, ja, der ist alt, grau und schon eigentlich tot. Deswegen heißt du jetzt Heribert. Cool, ne? Das war wahrscheinlich einer der dümmsten Namen bisher, aber pff, kann man ja auch mal machen, ne? Da würde ich sagen, auf zu Pyro, Leute. Wie viele Orden braucht man denn, damit Gary Eich mit einem Spiel, Leute? Weiß das jemand? Blaueich, Entschuldigung. Er ist natürlich Blaueich. Er ist ja nicht Gary. Oh, neues Pokémon. Route 20. Route 20. Oh ja, wieder was angeln. 7, okay.
So, ein neues Pokémon auf Route 20, glaube ich, ne? War das gerade? Ist nicht schlecht, aber ich nehme halt keine Normal-Pokémon mehr in diesem Spielstatus mit, ne? Das ist halt schwierig. Du überlebst eine Aurasphäre wahrscheinlich, oder? Ah, ich will es nicht riskieren. Ich muss es nicht riskieren, ne? Oh, jetzt safe überlebt, Leute. Also absolut safe. Bonk. Überlebst du noch eines, die Frage? Eigentlich schon, aber mit Crit nicht. Ach komm, ich leg's drauf an. Ich leg's drauf an, Leute. Crit incoming. Close. What? Wieso kannst du Wutanfall? Du bist doch ein Drachen-Pokémon. Kangama ist in Mutti-Rage, Leute. Holy shit. Michael, send help, please. Danke. Das Baby ist so sweet. Ja, ich frage mich auch, warum ist eigentlich Kangama nie als... Also, das könnte doch irgendwie so eine Art Evolutionsreihe statt Entwicklungsreihe sein, wisst ihr? Also, ich könnte mir vorstellen, dass es ein weiß ich nicht, King Gima oder so gibt. Kongomo oder so. Das ist das Kleine und irgendwann entwickelt es sich zur Mama und ist dann groß und hat schon wieder ein Baby in der Tasche. So, das fände ich viel cooler so. Also ich verstehe nicht, das Kleine ist ja ein kleines Kangama so. Aber das könnte doch irgendwie auch so eine Vorentwicklung sein. Das fände ich irgendwie cooler. Dass du mit dem Baby anfängst und später dann quasi die Mama draus wird, wenn es sich entwickelt. Das fände ich irgendwie cooler, weiß ich auch nicht. Weil du kannst das Kleine ja der Mama wegnehmen und das ist kein Kangama, so wisst ihr? Das ist halt nur ein Baby von Kangama. Also ist wie das Ei von Chanera, aber es lebt ja halt nicht. Das Ei ist ja nur ein Objekt. Das ist für okay. Ne, aber es müsste eigentlich irgendwie so ein Mini-Kangama geben als Pokémon. Um das da zu erklären. Ne, so ein bisschen theoretisch ja. So, Maike, ich brauch dich zum Tanken, genau. Pokéball, let's go. Haha, Silent. Du Ekelhafter. Du kannst ja das Kleine der Mama wegnehmen. In Gen 10 bekommst du Vorentwicklung mit dem Namen Kankind. Ja, Kang Mama und Kankind, genau. Um sein Junges zu beschützen, gibt es einen Kampf nie auf, egal wie schwer verwundet es ist. Na, Mutterliebe. Mutterliebe brauchst du, Digga. Möchtest du Kangama einen Spitznamen geben, Leute? Ist natürlich das perfekte Pokémon für Ran, ne? Ist gefühlt die einzige im Chat, die hier Mutter ist. Und zwar von meiner einer, lustigerweise. Ach, wer hätte gedacht? Ne? Also nein, ich bin natürlich nicht das Kind meiner eigenen Mutter, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja Fake News, eindeutig. Aber ich denke mir so, ich würde es halt nicht mitnehmen, deswegen würde ich das gar nicht erst fragen oder ob sie das überhaupt möchte oder so. Das einzige Mutter, was meine Pokémon, was meine Mutter wahrscheinlich immer nehmen würde, obwohl ich es nicht mitnehme, das ist ein Miltank. Frag nicht warum. Ich glaube, entweder mag meine Mutter Miltank einfach oder ist das einfach so ein Meme geworden so mit der Zeit. Das ist ja so, guck mal, eine fette Milchkuh, das ist jetzt meine Mama. Ja, ist gemein, aber wir fanden es lustig. Willst du, dass ich sterbe? Wieso? Was habe ich denn jetzt angestellt? Meine Mutter mag Snubbull. Oh, Silent, das war ganz schwierig, du. Wer mag denn Snubbull? Also ich liebe ja fast alle Pokémon. Dein Blick hat mich so zum Lachen gebracht. Ich war gerade am Trinken. Tut mir leid. Das ist wie bei Luigi vorhin. Der einfach trinken musste, als er Stevens kleinen Peniswitz erwähnt hat. Wer sich das hier erinnert, Leute, guckt euch die Streamaufnahme hier an auf YouTube, ne? Da gibt es eine Aufnahme, wie wir den zweiten Part von Stevens großartigem Best-of von unseren Twitch-Clips geguckt haben. Da gab es auch einen sehr lustigen Clip in der Richtung. So, ja, was wollte ich jetzt machen? Ja, ich nenne es jetzt, glaube ich, einfach Oh, Leute, ich habe eine Shinchan-Anlehnung gefunden. Mama Shita, Alter. Ne, Shin-Chan sagt ja zu seiner Mutter manchmal Mama Shita. Ist natürlich nicht an Shit angelehnt, Leute, ja, bevor jetzt hier jeder was Falsches denkt, nein.
Das soll sich wahrscheinlich irgendwie ausländisch anhören, also soll wahrscheinlich irgendeinen Akzent imitieren, so. Das ist meine Vermutung. Mama Machita, weißt du, so französisch oder was weiß ich, keine Ahnung. Schutz ist noch aktiv, finde ich gut. Ne, wenn der Schutz nicht aktiv ist, dann bist du dann ne, ganz schnell Kinder, ne? Was? Dann habt ihr ganz schnell auch ein Kangama-Baby, ja? Weil nicht, dass es was Schlimmes wäre, aber. Ne? So, wo ist denn alle Pyro? Pyro! Ich hab gar keinen Bock, die ganzen Trainer jetzt zu bekämpfen. Die brauchen alle bloß wieder Ewigkeiten. Na gut, den muss ich fahren. Gefällt dir mein Bikini? Du schwimmst, ich sehe die nicht. Und außerdem sehen die aus wie bei 80% der Trainerinnen auch hier. Gehen wir nicht auf die Eier. So, Opfer für Kleinlin. Ah, schön. Ja, ja. Also sag nicht, du bist auch eine Trainerin, ey, bitte nicht. Ah, warum? What am I doing? What am I doing with my life, Leute? Oh, Bisaflor. Krasses Brudi-Pokémon. Aber ist auch krass schnell tot. Und was noch ein Parasekt, das ist auch schnell tot. Bam. Also Lynn macht sich verdammt gut, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr positiv beeindruckt. Finde ich gut. So. Hey Pyro, hast du Bock zu fighten? Oh, mein geile Mucke ist doch voll cool. Mann, wo ist denn Pyro, der alle tut? Haha, Pyro! Na hallo, wenn das mal nicht unsere zukünftige Legende ist. Diese Höhle wurde ziemlich überstürzt angefertigt. Hier stellen sich einem so viele Felsen und Trainer in den Weg, dass man kaum bis zu Pyro durchkommt. Ah, wenn du ohne Hetze alle anderen Trainer besiegst, eröffnet sich dir bestimmt ein Weg. Aha, interessant. So, aber warte, halt. Lynn hat gerade noch einen Trainer verhauen, das darf ich nicht vergessen. Lynn kriegt noch einen Punkt. So, der Erste, der jetzt in den Chat schreibt, kriegt Punkt. Ach komm, wisst ihr was, Maike hat noch gar keine Punkte heute bekommen. Michael ist zwar schon Level 53, ich weiß, aber das ist mir jetzt auch mal egal. Und überleveln gibt es hier für mich eh nicht. Kittel ist das Aushängeschild eines jeden Forschers. Ich wasche ihn immer sogar noch in diesem finsteren Loch. So. Michael, ja, guck mal, Michael verteilt Free Hugs. What the fuck? Das ist ja wieder bei Zapdos, was los? Wieso hat der Latias? Was ist denn mit dem falsch? Ich will das auch. Gib mir das auch. Ich will das haben. Wieso ist das ein Trainer-Pokémon? Ich will das als wildes Pokémon haben. Das fände ich viel cooler. Oder hier. Will you cut that out? Ich töte es jetzt. Ja, na klar, easy. Also kein Problem, aber... Ich denke mir so, what? Wieso hast du Latias, Brudi? Er ruft auf. Oh, ein Kailord, Leute. Ein dicker Pottwal. Also, basically. Ja, also da, Michael, da kannst du nicht reinbeißen. Das bringt nichts. Also, es bringt schon was, aber... Also, wie willst du denn da reinbeißen? Michael kann dem höchstens so in die kleine Flosse beißen, so. Ne, aber tut natürlich trotzdem weh. Ich stelle mir vor, jetzt muss Michael aber das Maul so weit aufreißen, um in den Wal reinzubeißen. Das sieht denn aus wie dieses Bild, was Louis auf Discord gepostet hat, wo der Schweif von Girafarik eine Melone frisst und die dann dem Girafarik anal eingeführt wird. Ich kann mich an den Discord-Post erinnern, Leute. Ach, das muss ich euch mal zeigen, Leute. Das ist so geil. Ne, also es ist nichts für Leute, die... Den Humor nicht teilen, aber ich fand das giga lustig. Wo war denn das? War das bei ihm auf dem Discord? Glaub ja, ne? Ich glaube ja. Ja, hier Leute, das muss ich euch mal zeigen. Alter, kann ich hier Discord einblenden? Kann ich da draus zu mir irgendwie? Minus? Warte! Kann ich hier was schnell einblenden? Er müsste eigentlich das Wheel of Names gehen, ne? Ne, geht nicht. Okay, wartet. Fensteraufnahme.
Browser. Oh, Michael will Professor Pokémon. Ja, Moment. Warte. Und Carla verteilt Free Hugs. Dankeschön. Leute, da ist es. Oh mein Gott, das ist huge. Nur hier. Ja, Leute. Ja, da denkt sich der Girafarik-Schweif so. Autsch! Das sieht leicht schmerzhaft aus, leider. Aua. Ja, das habe ich erzählt, das ist bei dir auf dem Discord gelandet. Voll geil. Kannst du mir das bitte schicken? Das Slip findest du bei Louis auf dem Discord. Aber ja, kann ich machen, glaube ich. Also, ist natürlich höchst fragwürdig, aber ich find's lustig. War genau mein Humor. So, oh, ich sehe gerade, Louis ist mit Nemo im Voice-Chat. Ist das legal? Wieso ist das legal, Tobi? Ich hab doch aus dem Bild gezeigt, was auf dem Discord kursiert. Warum soll das? Natürlich ist das legal. So, da ist unser Latias wieder, Leute. Das werde ich jetzt aber trotzdem essen, ne? Also, Michael versnackt, vergnussferkelt sich das jetzt schön. Das ist ja ein lecker, lecker Legi, ne? Da kann man sich ja mal schnecken. Mh, yummy, yummy. Papalidu. Nom, nom, nom. So lecker gespeiset haben wir. Ne, also genau wie der Schweif von Girafarik übrigens. Was? Es ist mir ein Rätsel, aber seit ich den Kittel trage, werde ich das Gefühl, nicht los schlauer geworden zu sein. So, okay. Und was haben diese komischen farbigen Platten jetzt zu bedeuten? Sind die einfach nur eine Erfindung? Sind die cool? Machen die was? So, Michael kriegt erstmal seinen ersten Punkt für heute, aber ganz ehrlich, Level 54, Leute, viel zu viel. Lynn braucht wieder Punkte. So, jetzt schon mal das vom Schloss, okay. Aber wir verhauen die jetzt einfach mal hier. Brujelin. Brujelin. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, der Pokémon. Ich sag aber nur Brujelin. Knirscher, Schocksam, Boots tot. Ja, cool, danke. Haben wir auch mal drüber gesprochen. Level up, danke. Cool, danke. Und ein Glurak. Cool. Das hätte Michael jetzt auch gerne. Na, wie Boje, genau. Bojelin. Der Flamethrower ist schneller als ich. Scheiße. Das könnte ein bisschen wehtun, ne? Merke ich gerade. Aua. Surfing auf dem Gluraksee. Also schon plattgerollt mit meiner Wasserwelle hier. Schön immer in die. Es lebt sogar noch, was? Nani? Okay, dann. Jetzt zeige ich dir mal ein krasses Feuerflug-Pokémon. Los, Louis! Louis. Ein Feuer-Pokémon in einer Feuerarena? Ja, ist ja gar nicht random, wa? Voll langweilig. So, den Flammenwurf tankt Louis natürlich. Easy peasy Lemon Squeeze. Das war gar nicht so wenig Damage. Hab nichts gesagt, Leute. War gar nicht so wenig. So, erstmal schön verzerrt. Der Glurak Sprite, der sieht richtig cool aus, muss ich sagen. Der feuert schon hart. Ne? Ist cool. Ich finde manche Pokémon Sprites sahen damals so cool aus. Ne? Besser als die. Eigentlich besser sogar als die 3D-Animationen später. So. Nur vom Grafikstil her, ne? Natürlich von der Auflösung her nicht, ne? Ist ja klar. Wir haben verloren und geben uns geschlagen. Ja, toll, und jetzt? Boah, jetzt komme ich hier nicht weiter. Ja, toll. Das bringt mir ja gar nichts. Unterschätze niemals einen Glurak. Ja, ja, alles cool, Michael. Ich dachte nur so, ja, Louis hat ja sehr viel Spezialverteidigung. Und so, ja, pff, easy, schaffen wir. Aber, Damage. Apropos nebenbei Damage, Punkte gibt's auch. So. Nächster Fritze hier. Gehen wir aus dem Weg. Ein Schlaphor.
Aurasphäre! Oh Mann, oh. Daneben! Oh, ein Batz! Schön aufs Maul! Und nochmal! Oh. nochmal! Haha, bam! So, lehnen wir dran. Du Schlawiner. Du Schlappauer. So ein Skorgro. Hm, ja. Schaffe ich, oder? Surfer! Ah, uncool. Ganz uncool. Aufhören. Bitte, please, don't do this. Please, don't. Could you please not? Oh, es reicht nicht. Nein. Unangenehm, unangenehm. Äußerst unangenehm. Oh, nein. Als ob das trifft, Brudi. Ich hasse mein Leben. Warum trifft denn das? Oh, 30%, Leute. Nee, hör doch auf. Mano. Warum? Nein. Was? Wieso? Er hat Guillotine und er trifft damit auch noch, der ekelhafte Pai. Du Schmutzfink. Okay, jetzt wollen wir, was schneller ist. Also Lucy, mach mal kurz ein Finish, please. Ich möchte eigentlich nicht, dass er nochmal irgendwas einsetzt. Also wäre ich gern schneller jetzt. Danke. Metronom, Blizzard, Guillotine. Lynn ist echt nicht leicht. Ja, ist echt so, ne? Ey, die Frau hat echt kein Glück, ne? Also ich betone das super ungerne, aber hey, ist ja basically mein Unglück. Auf sie übertragen. Oh mein Gott, das ist so bitter, Leute. Weißt du, er macht Schwertanz. Ich denke mir so, ja, komm. Skorgro hat jetzt nicht so viel Angriff. Das bringt ja jetzt nicht so hart was, ne? Und er kommt ja einfach mit Guillotine an und trifft halt einfach beim ersten Move, Leute. Guillotine hat 30% Genauigkeit. Das heißt, so von 3 Attacken trifft man vielleicht eine dritte. Hieß der Typ Gangolf? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich darf jetzt erstmal schnell zurückfliegen und ja. Lynn haben wir gerade erst ins Team geholt, Leute. Oh, ist das bitter, Mann. Hätte der Surfer nicht magischerweise ausreichen können. Ach Mann, Scheiße. Oh, das, Leute, das darf ich mir wieder jahrelang anhören. Das darf ich mir wieder jahrelang anhören, Leute. Oh. Feels bad. Oh, ist das unangenehm, ne? Das ist halt so bad, ne? Ich denke, so Schwertanz, ja, komm, vielleicht survive ich das. Hätte ich das gewusst, dass das Ding Guillotine kann, dann hätte ich einfach Michael eingeswitcht, weil der kann ja, der ist ja höher vom Level. Den hätte er nicht kritten können. Also den kann er nicht Guillotine einsetzen, weil das geht nur gegen Pokémon auf gleichem Level oder niedriger. Ach Mann, wer nutzt denn Guillotine? Das ist doch so ein Schmutzmove. Das demotiviert. Uff. Ach man, sie hatte gerade erst sich zum Team aufgeschwungen. Wenigstens ist sie gerade nicht hier. Ey, kriegt sie später mit, ne? So ist ja nicht. Ach man, Leute, das ist doch bitter. Stattdessen habe ich hier Mamashita in der Box. Ach man, Arena-Trainer machen das. Ja, ich merke schon. Hurensöhne. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt Dusche oder Kali mit. Würde ich sagen, wait. Oder ich nehme mal Brötchen mit. Ich nehme mir schön Brötchen, mach schön Zwiebeln mit drauf und das nehme ich dann mit. Hätte er Bock auf einen Despotar, ne? Hätte er aber Bock auf einen Elektro-Pokémon, das stimmt. Er hat halt so viele Flug-Pokémon, ne? Also. Ich find's okay, dass einer von den dreien raus ist, aber muss er denn sterben? Ich bin für Pichu. Ja, keiner, nee, danke. Er ist abgelehnt. Ach man, Lynn, es tut mir leid. Ich dachte nur so, jo, voll die geilen Attacken, richtig cooler Move, super geiles Wesen, geile Fähigkeit, ne? Halt Edelmut statt Übereifer ist halt wichtig. Und ich denke mir so, oh. Schnüff. Menno.
Ich kann irgendwie gar nichts drücken aus irgendeinem Grund gerade. Moment. Hier. Wasted, Leute. Ja, so sieht's aus. Kann man nichts machen, Leute. Wir müssen leider unsere liebe Lynn freilassen. Regeln sind Regeln. War schön, dich wieder gesehen zu haben im Team. Für 12 Punkte, Leute. Boah, ist das hart. Das ist so hart. Das ist echt bitter. Ach ja, Lucy hat noch mitgekämpft am Ende, stimmt. Lucy hat noch den letzten Damage geklärt. Das fehlt ja so ein HP oder so. Und dann kommt er mit Guillotine an, der ekelhafte. Bah! Auf Level 53 hätte er natürlich auch gefühlt die Hälfte meines Teams damit töten können. Michael wäre der Einzige, der immun ist, weil der ist halt ein Level höher. Ah, ich kotze. Bitter. Das ist richtig bitter. Aber Leute, wisst ihr was? Komm, wir nehmen unseren absoluten Neuling mit, Leute. Es wird Zeit für den Mayo ohne Brot, Leute. Wir nehmen Mayo mit Brot, ne? Mayo auf Brot? Ne, irgendwie so heißt er. Ich habe den Namen jetzt eiskalt vergessen. Es tut mir leid. Ich bin ein Unmensch, ich weiß. Aber ja, manchmal, Leute, what you gonna do, ne? Ich hab Bock auf ein cooles Despotar. Let's go. Oh, das ist ein schöner EP-Teiler. Wo ist der? Ja, Lavita mit mäßigem Wesen. Ich finde das auch so semi-interessant. Aber es ist ja halt so, ich sag mal, so Despotar-Spezialangriff ist ja nicht scheiße. Ist ja ganz okay. Ist ein bisschen wie bei Despotar, wie bei Butanda. Er kann trotzdem noch physisch gut angreifen. Es ist jetzt halt nur vielleicht ein bisschen belohnender, es Mix zu nutzen. Ob das so smart ist? Ich bezweifle es. Aber ich sag mal so, ist ein cooles Pokémon. Ich mag Despotar echt gerne. Und deswegen denke ich mir, ja, das ist schon. Das ist actually ganz cool. Komm, Mario, gönn dir. Frisch im Team. Ach man, Lynn hat gerade erst Punkt wieder verdient, Leute. Ach man, ist das scheiße. Aber die 12 Punkte kriegt es auf jeden Fall von mir noch. Die schreibe ich jetzt auch sofort ein. Na. Hat immer noch einen Platz damit überholt. Haben wir den lieben Snow um 4 Punkte überholt, Leute. Na, sich wieder quasi auf Richtung der Top 6 abgesetzt. Na. Immerhin etwas. Kann man sich ja mal gönnen. Aber Leute, es wird jetzt Zeit für ein paar Veränderungen. Und zwar müssen wir jetzt ein neues Icon einsetzen. It's time for the new Icon. Habe ich ein Lavita noch irgendwo rumgucken? Weiß ich gar nicht. Lavita. Ja, da unten. Unseren alten Kali. Damals war Kali ja Lavita. So, da ist er. Die 12 Punkte muss ich natürlich auch erstmal resetten. Und jetzt ist der liebe Mario da. Der liebe Majoran. Der ist jetzt da. Mal gucken, wie er sich so machen wird. Ich meine, immerhin ist ein Pokémon, was coole Attacken lernt. Ich meine, Knirscher, Erdbeben, Steinhagel, den ganzen Gedöns. Das ist schon cool. Ich nehme jetzt aber einfach Mario, ja. Passt. So, Icon ist da, Name ist da, alles ist da. Ach, Mann, ist das bitter, Leute. Das ist echt ein Bummer, ne? Jetzt wird natürlich auch die Arena nicht gerade leichter, sag ich mal, ne? Weil ich sag mal so, wir hätten natürlich jetzt relativ easy das ganze Ding machen können. Aber jetzt mit einem Pokémon weniger, beziehungsweise mit einem halben Pokémon weniger, weil noch wird Mario nichts machen können. Da werden wir natürlich entsprechend mit den anderen Pokémon mehr kämpfen müssen. Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt einfach das Entchen nochmal wieder mitnehme, aber ja, ich weiß nicht, das wär irgendwie doof, wenn wir jetzt Entchen irgendwie 2 Minuten nicht mit hätten und dann gleich wieder mitnehmen. Das ist irgendwie. Das strahlt schwächer aus, leider. Und außerdem haben wir gesagt, komm, für die Punkteumverteilung ein bisschen. Für die Gerechtigkeit und soziale Umverteilung von Reichtum. Braucht Entchen mal ein kurzes Päuschen. Aber ich denke mal, zur Liga wird sie bestimmt wieder mit dabei sein. Weil da werden wir unser Zwiffins brauchen. Definitiv. So, wo war ich jetzt hier? Den habe ich besiegt. Gut, dann bist du der Nächste hier. Okay, hier kann ich eigentlich noch durchlaufen. Okay, hier kann ich überall durchlaufen. Muss ich jetzt rausfinden, welcher von denen hier mir Platz macht, oder wie? Ja, bestimmt doch der hier, oder? Ja, würde ich sagen, Alfie, go.
Brille absetzen. Ach stimmt, ich muss ja... Oh, ich habe vergessen, meine Brille absetzen. Tut mir leid. Das hat mich voll verschwitzt. Gegen einen Trainer wie dich gewinne sogar ich. Das reimt sich sogar. Ist aber nicht sehr freundlich. Streber Emmet, Alter. Ein Plussel. You're gonna fucking... Schönen guten Abend, liebe Leute. Hallo, schön, schön. Willkommen bei einer weiteren Vorlesung. Willkommen. Heute werden wir einen neuen Orden einsammeln, Leute. Auf geht's in unser Abenteuer voller Mathematik und Pokémon. Ich bin Professor Kai. Ränkeschmied. Nee, hör mal auf. Mach mal nicht. Bitte würden Sie dies unterlassen. Om nom nom. Oh mein, ich krieg die ersten XP, Leute. Ein Capoeira. Jetzt sind natürlich Flugattacken ziemlich cool, aber ist egal. Denn ich habe Psychoattacken. Das ist auch cool. Haha. Bonk. Go to Horny Jail. So. Es schreckt zurück. Oh nein. Haha, lucky. Das ist natürlich ein äußerster Glücksfall für mich. Flup. Mario kriegt XP. Ich habe versagt. Verdient. Ha, Pyro, was geht? Wollen wir die anderen Trainer auch noch mitnehmen? Die XP wären schon wichtig, ne? Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, komm. Wir rushen jetzt so schnell zwei Trainer durch. Erstmal kriegt Alfie seinen verdienten Punkt. Ein Hypno, das kann ich schön crunchen. Sehr gut. Nom, nom, nom. Psychokinese. Psychokinese. Das ist natürlich eine... Fuchtler. Nee. Nee, danke. Ein Hippoterus. Das ist natürlich schon ein harter Hausbrocken, ne? Ich habe schon wieder Angst vor Geofissur, Leute. Ich sehe ein Boden-Pokémon und habe Angst vor Geofissur, weil ich denke mir so, ja, was ist, wenn ich jetzt den einwechsel und dann werde ich gewone-shottet? Das ist doch scheiße. Sollte ich Luigi einwechseln, damit ich gegen Geofissur immun bin? Weil Michael ist gegen Boden-Pokémon halt schlecht, ne? Eigentlich will ich gerade Lucy einwechseln, aber jetzt habe ich nach der letzten Situation ein bisschen Paranoia vor so One-Shot-KO-Move-Gedöns, ihr wisst schon. Weil wir halt jetzt nicht eben halt überlevelt sind. Und relativ ähnliches Niveau, beziehungsweise leicht unter Level sind. Mit Ausnahme von Michael, der hat einfach schon 3 Level mehr als der Rest, so gefühlt. Ich glaube, Luigi ist nicht so der schlechteste Call. Der wird ja jetzt ja nicht instant einen Stein-Move machen, oder? Risikotackle. Ah, gut. Weil wisst ihr, bei Geofissur guckt doch immer noch auf den Typ. Das heißt, ich denke mal, der Hornbohrer oder Geofissur oder diese Attacken funktionieren trotzdem nicht, wenn der gegnerische Typ immun ist gegen dich, oder? Also das nehme ich jetzt einfach mal stark an. Alles andere wäre ein bisschen unfair. So, Geofissur auf ein fliegendes Pokémon, boom, tot. Das wäre ein bisschen gemein. Das wäre ein bisschen fies. Knirscher, okay. Es ist ein bisschen schwächer tatsächlich. Und Gott sei Dank ist der liebe Luigi ja schneller. Wenn der Sandsturm ist mir gerade echt nicht einfach macht, aber ich habe wie gesagt Angst vor so diversen bösen Attacken. Deswegen denke ich mir so, go, ich töte es jetzt schnell. Damit wir dann bloß aus der Gefahrenzone rauskommen. So, Louis war dran. Und, wen hatte ich vorher noch dran? Alfie, ne? Ich glaube, ja. Ja, da sieht man es ja. Alfie hat mal XP bekommen. Und Mario mit Brot. Brot mit Mario. Kriegt erstmal schön sein erstes Level ab. Sehr schön. Ja, der stellt sich da einfach nur hin. Ja, das ist natürlich auch smart. Ich mach da mal Platz. Geht einfach einen Schritt zurück. So schnell nochmal. Nein. So. Gut. Na? Ja, muss reichen, denke ich. Moin. So, erstmal ein Punkt für Alfie als auch für Luigi. Und das Bisaflor
Habe ich jetzt nicht so viel Angst vor. Erstmal husten. Sorgensamen, na gut. Das kannst du gern von mir aus machen, das stört mich jetzt eher so wenig. Schau, was zu trinken aus meinem Kühlschrank. Ein Skuntank. Was mache ich denn gegen den Kollegen? Knirscher ist nicht sehr effektiv, Psycho hat keine Wirkung. Ich muss Raumschlag machen, ne? Swoo! Bam! Den kleinen Pupser erstmal weggehauen. Toxin. Ii. Das ist natürlich unschön. Mist. Ah, der Knirscher müsste eigentlich reichen jetzt so. Oh, da gönnt sich Mario ein weiteres Level ab. Sehr schön. Ich kann nicht mehr. Sehr gut. Der geht jetzt bestimmt auch einfach nach hinten, ne? Jo. Diese kleinen Trolls. Diese kleinen Trolls von Game Freak. Als hätte ich's gewusst. So, habe ich noch irgendwie so eine komische Beere? Achso, apropos Beere. Habe ich nicht letztens hier Beeren eingepflanzt? Ich hoffe, die sind noch da, Alter. Okay, ich habe gegossen. Noch keine Jonagobären für uns leider. Aber ist nicht so schlimm. So, ich sagen. Achso, ja, erstmal hat Alfie die Pokémon verprügelt, ne? Alfie noch nicht noch einen Punkt, ja, ne? Ah, hat Alfie gerade noch einen Punkt von mir bekommen oder nicht? Ich glaube, ja. Ich glaube, er hat schon einen Punkt bekommen. Oder? Leute, helfen mir auf die Sprünge. Hat Alfie gerade schon einen Punkt von mir bekommen oder nicht? Für den letzten Trainer. Ich habe gekämpft gegen einen. Nee, der Hippo war vorher. Das war was Kleines, was relativ schnell ging. Habe ich jetzt schon einen Punkt verteilt für Alfie oder nicht? Ach komm, ich mach mal direkt einen Live-Check, Leute. Bevor ich mich jetzt hier live. Jo, moin. Hatte ich eine eigene Aufnahme? So, geht ganz schnell. Videos. Nein. Ah, okay. Sehr gut. Danke, Silent. Dann gebe ich mir aber schnell Alfie mal schnell noch einen Punkt, bitteschön. So, ich das vergesse. Und dann würde ich sagen, auf zu zum guten alten. Alfie braucht den Punkt noch. Okay. Dankeschön. Würde ich sagen, gehen wir noch schnell Alfie heilen. Danke, Silent. Da muss ich ein bisschen konzentrieren hier heute. Ein bisschen Concentration heute muss sein hier. Ne? Ein bisschen Fokus. Let's go. Süßchen. Dann würde ich sagen, einmal Lucy. Will ich mit Lucy starten in den Kampf? Weiß ich nicht, ne? Fühle ich irgendwie nicht. Mit wem können wir am besten in den Arena-Fight starten, Leute? Das ist die Frage. Alfie kriegt dann im Instant am Anfang erstmal Bedrohung raus. Das ist immer gut. Luigi ist generell stark. Michael kann nicht gekrittet werden. Und die zwei machen also höllisch viel Damage. Einmal speziell, einmal physisch. Schwierig. Ich denke, ich werde mit Nemo starten, oder? Ich hätte die drei gerne als Switch-In-Option, bin ich ehrlich. Den hier für spezielle Fälle, den für physische Fälle, den für Fälle, wo ich Bedroher brauche dringend. Und wo das Pokémon generell gut ist oder Michael nicht so gut ist, je nachdem. Und die zwei einfach am Anfang zum Reingehen, Damage machen, draufhauen. Ja, komm, wir werden mit Lucy mal reinjoinen. Das ist natürlich gegen Feuer, Arena halt eigentlich ein bisschen doof, aber ist ja eh random. Also von daher ist es eigentlich egal.
Weil ich denke, Lucy werden wir später nicht mehr einwechseln können. Bin ich ehrlich. Also wenn Lucy irgendein Matchup hat, wo ich sage, ja, sie wäre jetzt gut, aber wenn ich sie jetzt rein switche, stirbt sie, bevor sie was macht. Ne, weil man muss ja den Damage, den eingeswitchten, erstmal fressen. Deswegen ist es mal besser, wenn man mit sowas direkt starten kann. Wow, der Vulkan hat meine Arena auf Zinnoberinsel niedergebrannt. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Tja, schau dich nur mal um. Wie man sieht, habe ich diese Höhle ausgebaut und gehe auch weiterhin meiner Arbeit als Leiter nach. Sollte dir das Wunder gelingen, mich zu besiegen, gebe ich dir einen Orden. Also los geht's. Warum klickst du wie eine Katze, Brudi? Drei Pokémon. Das ist actually ziemlich harmlos, muss ich sagen. Und ein Bibo ist jetzt auch nicht das krasseste Pokémon. Allerdings ist das ein Matchup, wo ich Lucy überhaupt nicht gern sehe, bin ich ehrlich, ne? Also ich habe jetzt echt Angst vor einer krassen Käferattacke, bei der ich einfach gewonshottet werde, ne? Ich habe halt keine Ahnung, was Bibo auf dem Level überhaupt kann, ne? Ich könnte natürlich einfach Pokémon ja Juwelen, Kraft und Tod, ne? Aber wenn dem nicht so der Fall ist, was mache ich denn dann? Kommt denn vielleicht eine Matschbombe ist speziell, das wäre nicht so krass, ne? Duo-Nadel, ja, könnte ich mir sehr tödlich vorstellen, bin ich ehrlich. Oder sowas wie Gifthieb oder Giftschweif oder was weiß ich für ein Gedöns. Ah, also ich bin ehrlich, das ist mir zu riskant, Leute. Dagegen weiß ich, dass ich gegen Nemo nicht viel machen kann. Ne, da ist Gift immun, Käfer ist nicht sehr effektiv, let's go for it. Okay. Ja, ist okay, ne, finde ich nicht so schlimm. Ich meine jetzt einfach den hier und klatsch einfach drauf, ne? Notsituation. Hast du nicht etwa gleich so viel KP wie ich? Ja. Gut, das war ziemlich wasted. Aber okay, I appreciate it, ne? Nice try. Vielleicht hat er gedacht, nach Agilität ist er schneller und macht mich lowlife danach, aber nö. Oh, Nemo hat den Attack Boost bekommen. Leute, holy shit. Das ist insane. Hat er seine Agilität ein bisschen gewastet? Ja, das ist schon Michael. Hätte er besser nutzen können. Ein Smogmog. Ja, gut. Ja, das ist natürlich ein krasses Pokémon. Oh, Level 59. What the fuck? Krasser Dude. Aber ich hatte einen plus 1 Angriff als Xerox-Junge. Das klatscht natürlich übel rein. Ne? Ich gehe jetzt einfach drauf. Weil das, ich wüsste auch nicht, was mir das Smogmog machen soll, ehrlich gesagt. Weil ihr seht ja schon, der Damage ist eher übersichtlich. Und ich denke mir so, das muss doch übel viel Schaden machen jetzt. Bam. Oh, klatscht trotzdem gut rein. Oh mein Gott, noch ein Boost. And another one, guys. Oh oh. Autsch, 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 stopp, stopp. Aua, holy shit. Au, das tat weh. Bin ich ehrlich. Er hat einfach fucking Explosion benutzt. Ich so einfach, fuck this shit, I'm out. Boom. Eieiei. Mario kriegt noch ein Level up. Toll. Nachtnieb. Oh, das ist ja gar kein Ziel. Kein Wunder, du bist ja auch gerade halb gestorben, Brudi. So, Granbull. Au. Oh. Bedroher. Jetzt ist mein Angriff auch noch wieder ein bisschen neutralisiert. Ich glaube, ich wechsle hier aus. Granbull kann keine Verfolgung, oder? Ich glaube nicht. Also, ich könnte es mir vorstellen, aber wenn er das jetzt drückt, dann bin ich das unglücklichste Mädchen auf der ganzen Welt, Leute. Dann bin ich aber Doremi. Was sehe ich mich hier? Ehrlich gesagt sehe ich mich hier ein bisschen auf Alfie. Der kann bedrohen. Louis könnte einen guten Burn raushauen, ne? Ja, ich glaube, der Burn ist besser. Schnell mal rein switchen. Ne, Steinattacken dürfte er nicht können. Das wäre ein bisschen krass. Bodycheck, ne? Das macht Damage. Set das some Damage. Oh, wow. Holy shit. Aber ich bin schon halt so, kann ich einfach burnen. Läuterfeuer! Weggeburnt. Auf der Schnutzen. Er stirbt einfach. Ich brauche ihn nicht mal burnen, Louis. Denkt sich aber so, stirb. Oder hier dieses Meme aus Herr der Ringe. You have chosen death. Ne? So, win, Leute. Unglaublich, ich bin nur noch ein Häufchen Asche. Hier, nimm den Vulkanorden. Ja, Mann, geiler Shit. So, Louis war noch dran, Leute. Also, das sind die drei Winners hier für diesen Orden. Drei Pokémon vom Gegner. Drei haben wir gebraucht.
Ne, die Explosion, die hat mich ein bisschen, die war ein bisschen... Also wäre das ein Crit gewesen, wäre Nemo halt gestorben. Das darf man halt nicht ignorieren. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. So, dann bitte alle 5 Punkte austeilen. Hitzekoller, ey, geil, TM50, cool. TM Random. So, ich denke mal, inzwischen kann ich meine Brille wieder absetzen. Ich habe mich verloren, aber wenn die Arena auf der Zinnoberinsel wieder steht, wird der Sieg mein sein. Lasst uns irgendwann mal wieder kämpfen. Ja, ja, klar. Irgendwann in der nächsten Generation. Ach, warte mal, da sind wir ja in Platin. Ha, da gibt es dich nicht. So, darf ich jetzt hier rauslaufen? Danke. Badabam, badabam, bam, bam. So, das war schon mal ganz erfolgreich, muss ich sagen. Da haben wir 6 Orden. Und wir müssen jetzt wohl Sabrina machen, weil sonst wird Blau nicht gegen uns spielen. Das ist natürlich ein bisschen int, aber hey. Ist okay, wir haben Sabrina eh noch offen, ne? Also auf einer Safronia City Arena da klatschen. So, wir sind inzwischen bei fast einer 9 Stunde. Wir sind fast wieder bei einer Stunde Aufnahme. Ich glaube, ich mache jetzt noch ein paar Vortrainer, aber beim nächsten Mal geht es dann los mit Sabrina. Das wäre so mein Ziel für heute. Muss ich mich nochmal heilen? Ja, sollte ich. Ganz dringend. Denn Klein Nemo hat nämlich ganz schön auf die Schnutzen bekommen durch die Explosion von dem Smogmog. Das war schon ganz schön hart. Ne, Explosion hat ja hier noch diesen besonderen Effekt, dass der Verteidigungswert des gegnerischen Pokémon bei Explosion halbiert wird. Das heißt, die Attacke ist freilich nicht sehr effektiv. Aber die Attacke ist halt nicht sehr effektiv gegen Pokémon mit halber Verteidigung. Das heißt, eigentlich ist sie genauso stark wie vorher. Weil nicht sehr effektiv halbiert den Schaden und wenn ich meine Verteidigung halbiere, hat sie wieder doppelten Schaden. Also ist wieder plus minus null. Na, das ist so Quick Math. So, Leute. Bin zufrieden bis dahin damit. Das lief auch ganz gut. Jetzt müssen wir bloß noch die Psychotante schaffen. Denn ist Blau hoffentlich unser nächster Gegner. Ich hoffe, der ist jetzt nicht gefühlt Level 65, sonst raste ich aus. Dann darf ich vorher auf jeden Fall noch mal ein bisschen trainieren. Das könnt ihr mir gerne mal in den Chat schreiben, wenn ihr möchtet. Weil ich keine Ahnung, welches Level Blau hat. Ungefähr so. Jo, Trainer Kalibert, jo, Psycho-Pokémon, cool. Gut, dann hoffe ich, dass ich jetzt hier relativ schnell durchkomme. Wieder komische Omis verhauen. Ich spüre, wie die Kraft all derer, die du besiegt hast, in meinem Körper strömt. Wieso in deinen? Die Kraft all derer, die ich besiegt habe, müsste doch in meinen Körper strömen, oder? Ja, nein. Oh, guck mal, Anastasia, Alter. Anastasia. Na gut, gegen Kukumai kann ich ehrlich gesagt gar nicht viel machen, ne? Bin ich ehrlich, was soll ich denn machen? Nichts effektiv, nichts effektiv, nichts effektiv. Naja, probieren wir es mal mit Juwelenkraft. Nebenbei schlürfe ich hier meinen Schwarztee. Wobei, das ist nur ein Schwarztee gemischt, ich trinke eigentlich keinen schwarzen Tee. Blau hat als Ace Level 60. Autsch. Das ist gar nicht mal so wenig. Ich ziehe schon klatscht schon ordentlich rein. Na gut, eben hatte Pyro auch Level 69. 59, Entschuldigung. 69. Ja, ich habe gesehen, die Eierbombe macht mir ganz schön Damage. Wenn jetzt eine Psychokinese kommt und dann Crit kommt, sehe ich schwarz für uns. Deswegen, Nemo, go. So, hier in Nemo macht die Eierbombe nicht so viel aus. Darf man Schwarztee überhaupt noch sagen? Ja gut, ist natürlich so eine politische Frage. Ja, ich bin auch jetzt nicht der allergrößte Fan von diesem ganzen Gendern. Alles muss politisch überkorrekt sein. Ich bin so ein Mensch, der denkt sich so, verbiete mir meinen schwarzen Humor und ich mache dunkelschwarzen Humor draus. Ne, weil das ist ja viel, keine Ahnung. So, dann könnte man, also wenn man das anfängt zu erreichen, dann kann man dann demnächst auch keine Ahnung, Parodie und Karikatur verbieten, weil das ja beleidigend ist oder man sich ja indirekt über Dinge lustig macht und das wäre ja dann ja gemein. Oder beziehungsweise man macht sich ja dann über eine bestimmte Thematik lustig und diese bestimmte Thematik, das gibt dann auch bestimmt wieder Leute, die das auch wieder als Rassismus auslegen, obwohl es halt Blödsinn ist, aber hey, was soll's. So, Voltense, Leute. Kannst du Feuer-Moves im Competitive? Ja, ich würde sagen, nein. Donnerzahn. Der Dönerzahn, Leute. Ich habe auch einen Dönerzahn. Mit dem esse ich besonders gern Döner. Ja, ich weiß, der war schlecht. Entschuldigung.
Koko Wai Myrapla. Kennt auch irgendwie jeder, ne? Dieses komische Meme aus dem Pokémon-Film. Koko Wai Myrapla. Koko Wai Myrapla. Ach, das waren doch schöne Zeiten. Aber ja, wie gesagt, also wenn ihr mich persönlich nach meiner Meinung fragt, ich finde von diesem Übergendern und überpolitisch richtig Dinge ausdrücken, davon halte ich nicht viel. Ich bin ein Mensch, der sagt so, ja, wenn Leute, die das wirklich anspricht, sagen, dass das schlecht ist, dass jemand das so sagt, finde ich das okay. Aber diese ganzen Social Justice Warrior, die rumstehen und nur einen auf sozial korrekt machen oder überkorrekt machen müssen, dann ist das für mich Heuchlerei. Weil ich als, wie sagt man das schön, wie drückt man das so feinselig aus? Wie drückt man das so schön feinfühlig aus? Ich als privilegierter Weißer, normaler Mensch, ne? Ich bin genauso normal wie alle anderen, aber ich habe keine Ahnung, wie sich Rassismus anfühlt. Also klar, gibt natürlich aus dem Ausland, du bist Deutscher, du bist Nazi, ne? Weil alle Spasten sind und keine Ahnung haben, ne? Ist ja okay. Das gibt's ja immer, aber das sind ja nur Idioten, das ist ja für mich kein Rassismus. Sondern Rassismus guckt sich an, jo, du hast irgendein bestimmtes Aussehensmerkmal und sagt, du bist deswegen scheiße. Und das ist dumm. Es ist ja offensichtlich einfach nur dämlich so. Nur weil irgendjemand, weiß ich nicht, blau-grün gestreift ist, ist ja doch nicht schlechter als jemand anders oder so. Oder weniger wert, sowas gibt's nicht. Das ist Blödsinn. Und deswegen, ich male mir nicht aus, wie es sich anfühlt. Ich male es mir nicht aus, mir vorstellen zu können, wie sich Rassismus, wie sich richtiger, böser Rassismus anfühlt. So, deswegen, ich bin gar nicht dabei zu urteilen, wie sich jemand fühlt, wenn der sowas durchstehen muss, so. Und deswegen würde ich auch nie behaupten, irgendwie von wegen, ja, also, ich finde ja, man sollte das so und so machen. Nee, ich finde, das sollten die Leute sagen, die darunter leiden aktiv, so. Also, wenn ich mich da hinstelle und einen auf Social Justice Warrior auf Twitter mache und sage, du nennst halt Schokoküsse immer noch Endpunkt-Punkt-Küsse, ja, das rutscht mir ab und zu raus, weil die hießen halt früher so und ich bin das leider noch so ein bisschen gewohnt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, Entschuldigung, es passiert halt eben. Dann finde ich okay, dass, wenn sich Leute darüber aufregen würden, die halt eben aktiv davon betroffen sind, so. Aber wenn jemand anders mir sagt so, das darfst du so nicht sagen, denke ich so, kann ich doch nicht stören. Ich meine, ja, ich weiß, dass es falsch ist. Ich finde es okay, dass Leute mich dann darauf hinweisen und sagen, du Kai, pass diesbezüglich ein bisschen auf, finde ich voll okay. Ne, aber es gibt halt Leute, die sagen ja selber, wenn ich das Wort nutze, das stört die überhaupt nicht. Sondern die sich daran stören, sind die ganzen anderen Leute, die gar nichts aktiv damit zu tun haben. So wie es Rollstuhlfahrer gibt, die über Rollstuhlfahrerwitze lachen. Wo ich denke mir so, ja, das sind ja eigentlich die sich angegriffen fühlen müssen. Tun es aber eigentlich oft gar nicht. Sondern die sich darauf angegriffen fühlen, sind Leute, die sich auf alles angegriffen fühlen. Auf jeden bisschen. Was los? Moin. Okay. Also deswegen als ganz schwierige Kiste. So. Was wollte ich jetzt lernen? Finster. Ja, das ist gut. Hier. Kreideschrei, weg damit. Ne, nützt sich genauso wenig wie Grimasse, aber irgendwas muss ich ja nehmen. Also deswegen, also ist so ein sozial kritisches Thema, wo ich sage, so ich bilde mir nicht ein, wie es ist, sich unter Rassismus zu fühlen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Ich bin leider ein privilegierter Weißer. Guck mal, ist auch kann auch Nachteil sein. Es gibt Erfahrungswerte, die kann ich nie machen. Was Gutes ist, ne? Ich glaube, Rassismus ist nie was Gutes, von daher ist es ja schön, wenn man das nicht miterleben müsste. Aber ich fände es schön, wenn das niemand miterleben müsste. So, deswegen, also ich finde so, wenn sich andere darüber aufregen, so, ist halt schwierig so. Das ist wie, wenn sich Leute aufregen. Also stellt euch vor, irgendwie, irgendjemand macht einen Witz und macht einen fetten Humor mir gegenüber. Das prallt an mir ab. So. Das habe ich inzwischen 200.000 Mal in meinem Leben gehört. So. Das juckt mich nicht mehr. Ne? Also ich sag mal so, wenn in ein paar Jahren die Lebensmittel knapper werden, weil wir immer weniger Anbaufläche auf Hektar für uns haben, ne? Und immer weniger aus der Landwirtschaft rauskommt und wir immer mehr irgendwelche komischen künstlichen Scheiße nutzen müssen, dann bin ich froh, wenn ich ein paar Reserven habe. Und ihr nicht. Also wie gesagt, das ist alles dieses Argument, du bist ja dick. So, das ist einfach scheißegal. Das ist komplett uninteressant. Es ist komplett irrelevant. Ja, ist scheißegal. Klar, also wenn du irgendwie so, keine Ahnung, 400 Kilo wiegst oder so, ist jetzt schon nicht so gut, aber dann ist es halt nicht gut auf einer Ebene, sodass die Leute halt einfach, wie soll man sagen, dann einfach körperlich halt eben Probleme haben, ihr Leben normal zu leben. Und dann hätte ich Probleme, aber das ist ja bei mir nicht so. Ich kann ja normal wie jeder andere Mensch alles andere auch tun, so, ne?
Guter Talk. Hallöchen, Maxi, Grüße. Ja, danke für den Subgeschenk, Alter. Dankeschön, Mann. Und da kommt erstmal Red White und kommt mit seinem krassen Klingbling, weil das habe ich jetzt nämlich auch dank dir. Danke, dass du Niki einen Sub ausgeschenkt hast. Maxi Ehremann. Liebe an den lieben Max, Leute. Hashtag Maxi-Liebe. Oder wenn ihr den überhaupt habt, gerne auch Maxi-Love, ne? Könnt ihr euch. Falls es den noch gibt und Max den nicht rausgenommen hat. Wag es dir. Ich glaube, wenn irgendwann, wenn Max Love rausgenommen wird, Leute, dann deabonniere ich Max. Einfach nur als Lektion. Weil letztens im Stream überlegt hat so, ja, soll ich den rausnehmen? Der ist ja eigentlich eher der langweiligste Mod. Ich so, hä, das ist ein Smoggern, wie kannst du das hassen, Junge? Der muss bleiben. Das Smoggern ist geboren, um zu bleiben, Alter. Okay, der war schlecht, tut mir leid. Also deswegen, ja, ich bin so ein Mensch, so, ich finde immer, ich habe gegen niemanden was. Ich kann alle Menschen gleichermaßen lieben und hassen. Aber das hat nichts damit zu tun, wie die aussehen, sondern das hat damit zu tun, ob sie Idioten sind. Ich bin rassistisch Idioten gegenüber. Kann man eigentlich ganz gut so feststellen, ja doch, irgendwie schon. Stimmt ja irgendwie ein bisschen. Weil ich denke mir so, Idioten sind einfach nur schlechte Menschen. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, es gibt noch Abstufungen und Sachen, die noch ein bisschen asozialer sind. Ne, es gibt ja da Grauzonen, sag ich mal. Es gibt Leute, die sind einfach nur doof und verhalten sich sozial doof, sind aber per se keine bösartigen Menschen so. Die sind halt einfach nur, ja, die, weiß nicht, haben als Kinder keine Erziehung genossen oder sowas. Also, ich kann ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie irgendeinen Jugendlichen, der irgendwie andere Schüler mobbt, weil er halt von seinen Eltern irgendwie zu Hause auf den Arsch bekommt und seinen Frust in der Schule rauslässt. Das ist ja nicht dieselbe Stufe wie, weiß nicht, Trump oder so. Oder irgendein Völkermörder-Dude oder irgendein, also die bösen, die richtig bösen, schlechten Menschen, ne? Also da gibt es ja Abstufen. Es gibt ja auch normal nette Menschen und da gibt es Menschen, die sind zu nett. Ne? Also es gibt ja die Menschen, die ja sich selbst komplett zurücknehmen und alle anderen bevorteilen und so. Das ist ja halt auch nicht gut so. Also es gibt ja von allem Abstufungen und Aufstufungen. So ist ja nicht. So entsteht Extremismus übrigens. Und deswegen denke ich mir so, ah, diese ganze Rassismus-Debatten so und was alles geändert und gegendert werden soll, ja, das ist irgendwie so gar nicht meins. Das ist auch so, so, keine Ahnung, also ich finde ja schon Rechtschreibreform immer dämlich, weil man sich dann immer umgewöhnen muss, was einem gewohnt war. Und ein so ein Beispiel ist halt die Z-Soße. Ja, das kennt jeder. Ich glaube, jetzt heißt es irgendwie ungarische Gulaschsoße oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Z-Soße, ne? Und ich nenne die halt so, weil das heißt bei mir so. Ich kenne das Wort so, das ist halt, ich assoziiere das halt so. Und das ist ja für mich nichts Negatives. Genauso wie bei N-Punkt-Punkt-Punkt-Küsse, ne? Das ist ja, Küssen ist doch was Schönes so. Warum musst du das erste Wort davon nehmen und sofort negativ interpretieren? So, ist es etwa was Schlechtes, wenn ich einen N-Punkt-Punkt-Punkt küssen würde? Wäre dann was Schlechtes so? Mal abgesehen davon, dass sie sich untereinander auch so ja bezeichnen. Aber das ist ja, das dürfen die, das ist okay. Aber ich meine mit diesem Wort ja nichts explizit Schlechtes. Ich meine damit nichts Rassistisches, ich meine nichts Böses. Von daher verstehe ich nicht, warum sich Leute denn krampfhaft aufregen. Ich meine, kann man verstehen, dass man sich darüber echauffiert und sagt, ja, das kannst du schon mal besser machen, weil sagt man ja eigentlich nicht, ne? Kann ich okay, ist verstehen. Nehme ich auch an, die Kritik so. Ich bin halt Gewohnheitsmensch so. Aber sich dann aktiv hinstellen und sagt, du bist Rassist, weil jemand sowas sagt, das ist halt Bullshit oder das ist halt dumm. So, dann bist du ja der Rassist, weil das, was du interpretierst, weil wenn jemand sagt so, ich hab, boah, letztens gab es ein gutes Beispiel in einem Stream von Kutscher, Leute, ne? Ich quatsch jetzt noch ein bisschen rein, die Folge geht ein bisschen länger. Ne, bei Kutschi im Stream, der hat letztens Reaction-Videos auf YouTube-Videos gemacht, ne? Ich erkläre euch jetzt die Situation, damit ihr versteht, was ich meine. Er hat sich ein Reaction-Video angeguckt von Polizisten, die in Köln auf Streife gegangen sind und halt Leute halt eben so, ne, hier, mach mal dein Licht an und dein Fahrrad da und hat Mängel und so und bitte nicht bei Rot rüberfahren und solche Sachen halt, ne. Und da hat irgendein Polizist gesagt, na, der ist ja ganz schön dunkel unterwegs. Und dann war das halt irgendwie eine Person, die war halt Ausländer, ja, die war ein bisschen dunkler pigmentiert als andere Menschen, böse. Und es gab jemanden im Chat, der den Polizisten Rassismus vorgeworfen hat. Wo ich als normal denkender Mensch darauf komme, so, ja, der hat halt sein Fahrradlicht aus. Das ist spät abends ziemlich scheiße, weil da macht man sein Fahrradlicht eigentlich an. So, also ich habe das direkt mit normalen Umgebenheiten assoziiert. Und es gibt einen im Chat, der meint so, ja, das ist ja rassistisch von denen. Ich bin so, hä? Wie? Nur, also dann ist ja er derjenige, der rassistisch denkt, dass er dunkel instant mit
ihr wisst schon, assoziiert. So, das ist so dumm. So, also du kannst halt auch so weit um die Ecken denken, bis du überall Rassismus findest. Das geht immer. Wirst du immer können. Die Leute finden die kreativste Scheiße ja, um andere Sachen zu assoziieren. So, jeder Jugendliche kann bei jedem zweiten Meme an was Versautes denken. Weil die halt 12 sind, die assoziieren alles damit so. Also nicht, weil es so ist, sondern so, weil das halt deren Mentalität ist so. Und das ist genau das Gleiche so. Die hören so, dass sie sagen, boah, der ist ja ganz schön dunkel unterwegs. So, als Fahrradfahrer, ohne Licht, ist ja logisch. Und einer im Chat so, ja, die sind ja Rassisten, ey. Da sitze ich dann daneben und denke mir so, ah, ich verstehe, warum Kutscher sich im Stream aufgeregt hat, so. Aber hey, ne, ist halt schwierig. Ist halt auch ein Thema, wo ich sage, es ist empfindlich, dass man darüber redet. Aber wenn ich darüber rede, ist es halt, dann tue ich das, das ist, nicht das geilste Matchup, ne. Aber wo Lucy kriegt einen Punkt, ne. Ja, deswegen, ich bin so der letzte Mensch, der allen so irgendwie alles irgendwas vorwerfen will, dass sie böse sind, so. Also es gibt da so viel schlimmere Probleme, so. Weiß ich nicht. So, versteif dich da nicht so drauf, Rudi. Bringt da nichts. So, hey, Louis hat fast ein Level up, ne? Das gönne ich ihm. Der Louis gönnt sich jetzt schön Level up, Leute. Och, nö, Silent, ey. Ja, der gute Geheimratsecken-Quote. Aber hey, Maxi hat jetzt sich die Haare geschnitten, sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Hey, Maxi, top an deinen Friseur, sieht gut aus. Also an deinen Friseur, nee, an dich nicht. Du hast ja nichts dazu getan. Danke, danke. Oh, komm schon. Gönn mir doch mein Level up, Brudi. Aber ja, ist halt so ein... Es gibt so viele Dinge in der Welt, worüber man sich aufregen könnte, aber es bringt halt nichts so. Weil die Leute machen es ja trotzdem. Und ja, man muss ja sagen, wir sind inzwischen auch so ein bisschen in so einer Meckergesellschaft gelandet, ne? So wie, weiß ich nicht. Oder da habe ich, wo ich gerade Max hier sehe. Der liebe Max ist ja Erzieher, ne? Eine Kollegin hat gesagt, meine langen Haare sehen kacke aus. Einfach aus Trotz wieder wachsen lassen jetzt. Kann ich verstehen. Ja, ich finde, man muss sich auch immer selber gefallen. Ist scheißegal, wie die anderen dich sehen und mögen und so. Du musst dir selbst gefallen, so, das ist das Allerwichtigste. Der Rest ist einfach scheißegal. Und wo ich den Maxi gerade sehe, ne? Ich kann mich erinnern, dass wir hier vor Ewigkeiten, oder ich muss mal mit irgendjemandem diskutieren, ich weiß gar nicht mehr. Es gibt Leute, die haben behauptet, dass männliche Erzieher immer Pädophile sind, weil die denn mit Kindern arbeiten können. Wo ich denke mir so, hä? Nur weil ein Mann plötzlich als Erzieher unterwegs ist, ist ja doch nicht automatisch pädophil. So, das ist ja komplett der Bullshit. So. Also wie man auf die Idee gekommen ist, das verstehe ich beim besten Willen nicht. Das entschließt sich ja jeglicher Logik. Das macht da überhaupt gar keinen Sinn, so. Hä? Ey, das ist so doof. Ey, Menschen sind auch so komische Wesen. Ich verstehe Menschen teilweise einfach nicht so. Aber ja, viele. Ja, natürlich gibt es das. Aber das ist doch... Du kannst das doch nicht über... Es gibt doch... Du kannst doch nicht alles über einen Kamm scheren. So, das ist doch scheiße. Selber könnte man ja auch über Frauen behaupten. Ja, eben. Und männliche Pfleger sind notgeil. Ja, auch Omis, klar. Ich meine, viele denken, dass das so wäre. Ja, meine ich ja. Es gibt bestimmt auch Einzelfälle, wo das so ist. Aber das sind ja Einzelfälle. So. Du kannst ja kausale Zusammenhänge nicht immer mit allem allen verallgemeinern. Das ist wie dieses, oh, der letzte Attentäter in den USA, oh, der war Gamer. Also sind alle Gamer bestimmt Attentäter. So. Das ist doch auch dämlich. So, es gibt ja übel viele Gamer inzwischen. Das ist ja jetzt also nicht so, du kannst ja einen aus der Menschheit rauspicken, den anpieken und sagen, ja, ich bin Gamer, ne? Das ist ja, kann dann immer ein Zufall sein. Und die Korrespondenz, okay, ja doch, schwebe Scheiße. Und die Korrespondenz dahinter macht auch keinen Sinn, weil du kannst ja dann theoretisch auch sagen, oh, der hat Brot gegessen. Okay, alle essen Brot, also sind alle Attentäter. So, das ist ja... So, Gamer ist ja inzwischen nichts Besonderes mehr, so. Gefühlt zockt da inzwischen jeder. Sogar die älteren Leute zocken immer mehr am Handy, irgendwelche Mobile-Games oder so. Ja, Fio, voll cool so, bloß nicht. Also, das ist, Also, Menschen sind so falsch eigentlich. Menschen sind solche falschen Hasen eigentlich. Ich habe da auch so ein gutes Beispiel aus der Straßenbahn. Das ist jetzt schon ein paar Monate alt bei mir, da war ich noch in der Umschulung aktiv, ne?
Und zwar, es gibt bei uns in der Bahn, in der ich manchmal auf dem Rückweg von meiner Umschulung gesessen habe, die eigentlich voll entspannt ist, die Oma. So, wenn du mit der redest selber, dann ist die voll nett so, weil dann sagst du, ja, na, könnten Sie mich mal bitte durchlassen? Ich sag, oh, Entschuldigung, ich hab sie nicht gesehen. Geh's beiseite und sie bedanken sich ganz lieb und so. Also eigentlich ein Mensch mit normalen, vernünftigen Ansichten, denkt man sich so. Und letztens habe ich dieselbe Oma, ist wie gesagt schon ein paar Monate her, ne, in der Straßenbahn gesehen und die hat, saß auf den Sitzplätzen gegenüber von der Tür. Und gegenüber links von der Tür, da stand ein maximal pigmentierter Mensch mit einem Kinderwagen. Und das Kind war natürlich halt auch maximal pigmentiert, ne? Wie man, ich weiß nicht, wie ich das halt eben konstruktiv vernünftig ausdrücken soll, es tut mir leid. Und die Oma hat so richtig angewidert geguckt, so. Ich denke, das Kind ist doch voll niedlich, so. Das ist doch kein anderer Mensch, nur weil der anders aussieht. Und dann auch dieses, dann hat sie sich noch einen Platz weggesetzt, wo ich denke mir so, Alter, was hast du gegen die? Die tun dir überhaupt nichts. Aber das sind halt diese scheiß Vorurteile und was die nicht noch so alles haben. Das ist, hat er gerade echt einen Boost bekommen für Unheilböen? Ich kotze im Teich, ne? Boah, das ist so schlecht, ne? Menschen sind so oft darum bemüht, Kacke in deiner Schublade zu finden, ey. Ja, und dich in diese Schublade dann reinzustecken, so. Das ist ja noch viel dümmer, so. Also ich weiß nicht, warum Menschen das machen. Vielleicht, um sich zu profilieren anderen gegenüber. Ich weiß es nicht. Kinder sind nicht niedlich. Die Hautfarbe spielt keine Rolle. Nee, ich finde Kinder allgemein süß. Kinder sind aber putzig. Also manchmal können Kinder auch nervig sein, klar. Aber meistens finde ich Kinder eher niedlich eigentlich, ne? Aber so, dieses Verhalten von ihr hat mich so vor den Kopf gestoßen. Mit dem so, hey, die Frau ist doch sonst nicht so. Aber so war halt wahrscheinlich einfach nur, weil der halt schwarz war. Und ich war kurz davor zu sagen, Junge, guck, hör auf das Kind anzugucken, als wenn es irgendwie, keine Ahnung, als wenn es ein Ungeheuer ist, was gleich andere Kinder frisst oder so. Hä, das ist doch affig. Hä? Macht null Sinn. Vor allen Dingen, auch das Attribut einer maximal pigmentierten Persönlichkeit ist ja nichts Besonderes. Du kannst dir Leute angucken und sagen, oh, der hat rote Haare. Und dann kannst du denken, jo, das ist ja eigentlich seltener als Leute, die maximal pigmentiert sind, weil davon gibt es relativ viele, by the way. So, und kannst sagen, oh, der hat rote Haare. Der ist, weiß ich nicht. Gibt's welche Gerüchte, die man über Rothaarige sagen kann? Weiß ich nicht, keine Ahnung. So sagen, der ist. Die Skandinavier sind ja mal echt klischee-mäßig immer blond, ne? Seelenlos. Alter, Max, du Arsch. Nee, und du kannst halt du kannst ja Attribute finden, die seltener sind. Und könntest damit Rassismus betreiben, tun wir aber nicht. Weil wir uns auf diese eine Scheiße irgendwie versteift haben oder so. Das ist so dumm irgendwie. Hä, das ist das Stereotyp. Was, hä, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das ist vielleicht was man bei euch da verbreitet in Seelenloshausen. Sommersprossen im Gesicht, ne, das ist ja halt so eine biologische... Also meine Mutter ist auch rothaarig und hat auch Sommersprossen. Das ist jetzt... Du kannst natürlich auch Sommersprossen als Person haben, die keine roten Haare hat. Ja, das geht. Aber es kommt natürlich schon häufig vor bei denen. Das ist ja aber halt eine biologische Anlage, so. Ey, lass mein Seelenloshaus in Ruhe. Aber ihr wisst doch, was ich meine, so. Das ist doch scheiße. Macht's doch einfach nicht. Ich war gestern mit meiner Oma bei einer Bekannten von ihr. Und ihr Mann haut raus. Aber zu dem Arzt gehe ich jetzt nicht mehr, weil alle Arzthelfer da Ausländer. Wer weiß, was die mir da für Gift unter die... Wow, wow. Alter, warum? Das ist so dumm. Ja, dann würde ich sagen, da werde ich mal schnell deutscher Arztgehilfe und mische dem Opi da auch erstmal schön erstmal ein Abführmittel in seine Medizin. Als Bestrafung dafür, dass er so dämlich denkt. Das ist so affig, ne? Kannst du es auch nicht ausdenken. So, warum? Warum solltest du das tun? Warum solltest du so denken? Warum solltest du so sein? Aber ja, es ist halt altes Kulturgut. Marcel Lucht. Dankeschön für den, für die Free Hugs. Thank you, man. Ehre, Bro. Deswegen, ich weiß nicht, ich mag Menschen halt generell inzwischen nicht mehr. Ich denke mir so, Menschen zeigen mir halt immer wieder eigentlich, dass ich es bereue, dass ich Menschen mag. Ehre. Ja, genau. Das ist einfach schade. Ja, ich bin beleidigt. So, Max verabschiedet sich, damit er morgen früh wieder in der Kita kann.
Ja, aber lass die Kinder in Ruhe, ne? Maxi, denk dran. Da ist halt aber immer fragwürdig. Moin Marcel, grüß dich. Oh, das ist ein Plane-Fire-Mode, wie sweet. Bei meinem Großvater, was mein Großvater sagte zu mir, nur nach seinem Termin bei seinem Urologen, mein Arzt ist ein richtiger O. NGA. Ja, ich weiß, was du meinst, okay. Questionable! Ich denke mal so, lass doch die Leute einfach in Ruhe, Mann, die machen doch nichts. Ich bin schneller, oder? Ja, kann sagen. You're not gonna live that. Ein Shiggy-Emote. Was ist das da? Ein Jirachi-Emote, cool. Ich habe jetzt bei mir niemanden im Haus, aber ich habe schon viele männliche Kollegen mitbekommen, wo Väter oder eben Eltern verboten haben, dass die männliche Bezugsperson wickeln, trösten oder sonst was. Hä? Aber warum? Weird. Einfach weird, Leute. Oh, Max, siehst du, wo ich dich noch da hab? Da kann ich dir auch ein sehr gutes Beispiel ans Herz legen. Ich habe Angst vor einer Explosion. Das kennst du vielleicht. Oder du kannst es zumindest vielleicht appreciaten oder so. Und zwar, ich habe ja vor ungefähr 10 Jahren oder so, war ich unten in Konstanz in der Nähe vom Bodensee, um meinem Großcousin, bei der Hochzeit zu assistieren. Ja, also ich war halt einfach Gastpunkt. Und bei der Hochzeit hat sich rausgestellt, dass die Heirat war mehr zweckdienlich, aus anderen Gründen. Und der krasse Grund ist, dass seine Frau schwanger war und schon ein Kind hatte. Ne? Also Linda war damals schon geboren, inzwischen ist sie natürlich schon ein bisschen älter. Und da unten in den Südgipfeln des deutschen Reichtums sind die Menschen ein bisschen behindert. Na, ich sag's jetzt so, wie es ist. Entschuldigung, tut mir leid. Das ist natürlich nicht auf alle umgemünzt, ne? Ist ja logisch. Da unten in den entferntesten Ecken des Bundeslandes Baden-Württemberg ist man der Meinung... Ich komme aus Bayern, aber okay, Napu, tut mir leid. Ist man der Meinung, ja, wie kann das denn sein, dass diese Frau sich um meine Kinder kümmert? Die ist ja noch gar nicht verheiratet. Also, die haben sich darüber beschwert, die Eltern, bei der Kita, dass die Frau dort arbeitet und eine unverheiratete Mutter ist. Also sie hat quasi Kinder bekommen, bevor sie geheiratet hat. Und darüber haben sich die Leute aufgeregt und haben gesagt, na gut, scheiß drauf, dann heiraten wir halt. Und ich denke mir so, what the fuck, Junge, lass doch die machen, was die wollen. Wenn die nicht heiraten wollen und trotzdem schon Kinder haben, ja, dann tun die das halt. Junge, du glaubst doch nicht wirklich mehr, dass die Vögel erst, wenn sie geheiratet haben. Das ist doch dumm. Hä, da möchte ich einfach kotzen im Strahl. Gut, die Ehe hat nicht gehalten, aber gut, ist ja auch komisch, wenn du halt heiraten musst wegen so einem Shit. Das ist halt so dumm, der Mensch ist so bekloppt. Da möchte ich einfach reintreten in die Ecke und sagen, Junge, hör auf, deinen Kopf irgendwie mit Fernsehinput zu pumpen. Das ist nicht gut für dich. Du guckst so viel Assi-TV anscheinend. Es ist einfach belastend. Nee, ne? Ich war ernsthaft angepisst, als ich das bei der Hochzeit mitbekommen habe, warum die heiraten. Ja, mit Wasted hast du das getriggert. Wenn du Wasted in Chat treibst, alle 20 Minuten kann dieses Achievement aufploppen. Das ist tatsächlich ein das ist gerade getriggert, ja. Was bedeuten die Zahlen in den Pokémon? Das sind Gewinnspielpunkte hier, da. Diese Punkte hier, die du hier siehst. Ich muss übrigens schon welche vergeben, ne? An Alfie und an Michael diesmal. Die Zahlen sind Punkte für das Gewinnspiel, die in diesem Stream gesammelt werden. Genau. Es gibt bei mir eine riesige Excel-Liste, die habe ich auch noch offen. Warte, hier, ich zeig's euch. Da, Pokémon-Tabelle. Plopp. Gönnt euch. Da steht drin, welcher meiner Zuschauer mit welchen Pokémon wie viele Punkte in welcher Region gesammelt hat, weil diese 7 Region Lock, unser sogenanntes Projekt hier, mein Herzprojekt, geht über eine Nuzlocke über 7 Pokémon-Regionen hinweg. Wir sind aktuell der dritten von 7, wir sind also quasi in Staffel 3, wenn du das so bezeichnen möchtest. Und diese Leute sammeln hier alle Punkte, das sind Leute hier bei uns aus dem Chat, ne? Wir sind ja eine kleine Community, da kann man sowas machen, das geht dann ganz easy. Und sammeln Punkte und am Ende kann sich der Erste den ersten Platz Preis aussuchen, der Zweite kann sich den Preis aussuchen, der Dritte als Nächster und so weiter. Und das geht dann bis zu Platz 12 und es gibt 12 Preise insgesamt zu gewinnen.
Und die letzten 5, 13 bis 17, die kriegen immer einen Trostpreis. Das ist ein Zap bei Rollortschaft, den schenke ich euch jetzt persönlich. Also kriegt ihr einen Monat free meine Emotes und alle Bonis, die ihr auf diesem Channel hier mit einem Sub kriegen könnt. Aber ja, das sind die Punkte hier nebenan. Und das ist die Tabelle. Wenn du da nicht draufstehst, an den lieben Marcel, dann gerne beibleiben. Wenn du Pokémon magst, gönn dir. Ne? Wir streamen am Mittwochs und Samstag Pokémon. Meistens, heute ist Donnerstag, weil ich gestern keinen Bock hatte, einfach mal. So ganz spontan, ups. Und deswegen gibt es den Stream heute am Donnerstag. Ist, meistens bin ich pünktlich. Okay, ganz schön verwirrend für mich. Ist nicht schlimm. Also du bist einfach im Stream dabei, du siehst, oh hey, Kai fängt ein cooles Pokémon auf einer Route, das hätte ich gern. Das wäre gern ich. Dann sagst du mir, oh Kai, das hätte ich gern. Und wenn du der Einzige bist, dann kriegst du es for free. Und wenn es andere auch noch haben wollen, dann wird das ausgelost, wer das Pokémon bekommt. Dann schreibe ich da deinen Namen hin, ne, Marcel L. oder was auch immer. Und wenn dann dein Pokémon bei uns im Team dabei ist, so wie die 6 hier, ja, und die nehmen an Trainerkämpfen teil und haben aktiv gekämpft und in der Nuzlocke geholfen, dann kriegen die pro Trainerkampf einen Punkt. Und ja, gönnen sich Punkte fürs Gewinnspiel. Und da das Projekt halt über 7 Generationen geht, ist das schon ein großes Projekt. Ein bisschen komplexer geworden, wie ich es wollte. Aber hey, besser komplex als doof. Medium Daphne, Alter. Gute alte Daphne. Aber ja, ne, schwierig. Die sollen glücklich sein, dass sie einen Kindergartenplatz bekommen haben. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht teilweise. Und wenn du genau wissen willst, wie das Gewinnspiel funktioniert, Silent hat schon gerade Ausrufezeichen Gewinnspiel eingegeben. Da kriegst du einen Link mit einem 50-minütigen Erklärbär-Video, wie das Ganze genau funktioniert. Ich weiß schon, ein Dragoran, falls du meins hast. Ja, das Problem ist halt, es gibt keine Reservierung oder so. Also wer im Chat gerade da ist, ich frage rum, wer will das Pokémon haben und dann kriegt es der sich meldet oder einer von denen, der sich meldet. Also wenn jetzt hier jeder sein Pokémon reservieren würde, wäre schwierig, ne? Weil dann reservieren alle die krankesten Pokémon und keiner will die haben, die ich sonst so fange. Weil keiner wünscht sich einen Zubat als Starter und ich habe aber einen bekommen. Und der Zubat-Starter hat echt viele Punkte bekommen. Also ne, Johnny hat, unser lieber amerikanischer Zuschauer LDS Johnboy hat 79 Punkte gemacht, nur mit seinem Expat. Weil den Starter muss ich eine Weile mitnehmen. Den brauche ich. I gonna need it. So, guten jetzt. Maxi, ich wünsche dir wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut, lieber an dich. Haus rein. Was echt so, da kommt es einem manchmal echt alles so. Ja, ein bisschen. Ein bisschen möchte man andere Menschen dann einfach mal verabscheuen. Hab mir damals angesehen, komplett in Speed 2,05. Lohnt sich. Speed 0,25. Oh Gott, das dauert aber lange. Das rate ich niemandem. Keine gute Idee. Wusste gar nicht, dass Butalanda Raumschlag kann. Das liegt daran, dass unsere TMs gerandomized sind. Eine gerandomized TM enthält eine random Attacke logischerweise. Und die können natürlich manchmal Pokémon lernen, die dann zu komischen Konstruktionen führen. Ne? Also unser Gewaldo hat zum Beispiel auch Erdkräfte und Juwelenkraft. Ne, unser Togekiss konnte Surfer und Schocksamen, weil ich eine Schocksamen-TM bekommen habe. Weil die Pokémon, die TMs lernen können, sind halt auch random. Ey, unser Mario entwickelt sich. Ja, geil. Moin. Das gönnen wir uns auch diese Folge. Für all die negativen Themen, Leute, einfach mal eine schöne Entwicklung. Wo ist denn der zweite hin? Wo ist denn der zweite Lümmel? So, guckt ein bisschen derb, aber willkommen im Team unser Pupita. Raumschlag-Kokuna. Hatten wir auch schon mal, ja. Aber das war bei komplett gerandomized Attacken. Also da haben die auch random Attacken gelernt. Hier ist es halt so, dass du kannst ja bei den Beuteln mal gucken, ganz spiel beispielsweise. Ne, wir haben jetzt hier zum Beispiel die TM 14 Donnerblitz. Das ist natürlich original nicht so. Normalerweise weiß jeder, dass original TM Donnerblitz die 24 ist. Und wenn ich jetzt gucke, wer die lernen kann, dann wird es hier Pokémon geben, die lernen kann. Die sonst definitiv keinen Donnerblitz können. Das liegt halt daran, dass die TM gerandomized ist. Und ja, ne. Das Spiel habe ich schon 10 Jahre nicht mehr. Wieso 10? Hast du es verkauft oder wie? Ich glaube, ich habe... Doch, ich habe fast alle Pokémon-Spiele noch zu Hause tatsächlich. So, ich muss nochmal Pokémon-Punkte verteilen. Ich glaube, dein Alfie hat gerade den Kampf komplett alleine gerissen. Und kriegt auf jeden Fall noch einen Punkt von mir. Bitteschön. Bitteschön, bitteschön.
Verschwunden beim Umzug. Boah, das ist bitter. Was hart. Schon mal überlegt, auf dem Flohmarkt oder so welche zu suchen oder nachzukaufen? So? Kann man ja manchmal machen. Manchmal hilft ja. Also ich habe zum Beispiel damals irgendwie mal Super Mario Land 2 verloren für einen Game Boy. Irgendwo beim Umzug oder muss irgendwo hintergerutscht sein und kam mir nicht mehr ran. Dann habe ich es mir später nachgekauft auf dem Flohmarkt. Dann hatte ich es wieder dann. Jetzt liegt es irgendwo in meiner Gameboy-Truhe rum, glaube ich. Da war ich lange nicht dran, muss ich sagen. Meine alten Gameboy-Spiele. Inzwischen hat man ja Emulatoren und so, da braucht man nicht mehr unbedingt wirklich immer so. Aber gut, wir speichern erstmal jetzt die Folge. Ist nämlich mit anderthalb Stunden jetzt schon ein bisschen länger. Also, ne, wer will, kann sich die YouTube-Folge auch immer demnächst dann hier irgendwann später gerne nochmal auf YouTube angucken. Ja, zocke zurzeit Let's Go Pikachu und Pokémon Schild. Ja, von Pokémon Schild und Schwert bin ich nicht der Ultra-Fan. Weiß nicht, die Editionen mit den ganzen Dynamax-Gedöns und so, das holt mich überhaupt nicht ab. So. Haben sie ein bisschen verkackt für mich. Das Spiel hat auch sehr viel negative Publicity gemacht, aufgrund der Tatsache, dass einfach viele Pokémon rausgeschnitten wurden und die sagen so, nö. Das ist uns zu viel Arbeit, Mama, das wollen wir nicht machen. Dann haben sie DLCs entwickelt und haben da gesagt, na, jetzt gibt's wenigstens ein paar Pokémon zurück, aber alle gibt's immer noch nicht. Und das ist scheiße, weil es gibt nämlich super viele Leute und Bekannte, die ich kenne, die haben Pokémon Home, da wo man seine Pokémon halt speichern kann. Und ja, die können die Pokémon von Pokémon Home nicht auf Schwert und Schild übernehmen, weil es die da nicht gibt. Das heißt, die Pokémon liegen jetzt da nutzlos auf Pokémon Home rum und können nirgendwo hin. Weil du darfst sie da offiziell nicht übernehmen. Ist halt so. Warte auf Remake von Diamant. Ah, da habe ich Bock drauf. Das habe ich im Trailer letztens gesehen bei der Pokémon Direct. Das sah ziemlich cool aus. Ne, das sah noch sehr schön Details aus. Da freue ich mich sogar drauf. Bin ich ehrlich. Kann ich appreciaten. So Leute, wir haben mal gespeichert. Und gewisse Klassiker-TMs gibt es in Schwertschild auch nicht. Wie Toxin zum Beispiel. Ja, das ist auch so ein Troll. Ich denke mir so. Also gut, das ist jetzt so Kleinigkeiten. Da kann man auch vielleicht drüber hinweggucken. Es gibt ja immer gewisse TMs, die halt irgendwie aus dem Roster rausfallen. So. Aber dass halt bestimmte Pokémon nicht dabei sind, war schwierig. Und dann habe ich halt ein bisschen gespielt. Ich habe es mir gekauft. Ich weiß gar nicht, was ich hier habe. Ich glaube Schwert oder Schild. Eins von beiden auf jeden Fall. Und da habe ich ein bisschen gespielt und habe gemerkt, es stinkt langweilig. Ist einfach fucking boring so. Also einfach, die Arena-Kämpfe sind ein absoluter Witz. Weil Arena-Kämpfe halt immer noch elementar gebunden sind und die Dynamax-Entwicklung halt... Also die meisten Arena da haben exakt drei Pokémon. Das heißt, ja, du kannst da dein Pokémon reinrufen, dein Dynamax-Pokémon mit verbessertem, was typmäßig dem Arena dagegen im Vorteil ist, drückst den gleichen Angriff dreimal, hast gewonnen. Das ist ultra unspannend und langweilig. Ich bin dafür, dass man das Arena da im Prinzip ein bisschen aufpeppen könnte, damit es ein bisschen schwerer ist. So wirkt es halt einfach. Mit DLC macht schon ein bisschen mehr Spaß. Ja, ist halt aber trotzdem irgendwie. So, dann müsste ich für das Spiel jetzt irgendwie 120 Euro ausgeben und das ist mir zu teuer. So viel Geld habe ich nicht. Deswegen, ich freue mich, wenn jetzt die 4th-Gen-Remakes rauskommen. Die würde ich nochmal ausprobieren. Und ich glaube, wenn das Spiel dann auch nichts wird oder mir nicht zusagt oder ich dann nicht... Weil ich habe die letzten 1, 2... Ah doch, die letzten 2 Pokémon-Spiele gar nicht erst durchgespielt. Das gilt sowohl für Let's Go Evoli / Pikachu als auch für Schwert und Schild. Und da denke ich mir dann so, nö, ich glaube dann... Dann kaufe ich demnächst keine Pokémon-Spiele mehr. Ich habe Pokémon New Snap noch gekauft. Das macht Spaß, das zocke ich auch bestimmt noch irgendwann weiter. Also das habe ich jetzt noch nicht durchgespielt, aber das habe ich schon ordentlich gezockt am Anfang, direkt am ersten Tag oder so. Weil das actually wieder mal ein Pokémon-Spiel war, wo man ein bisschen Liebe zum Detail spürt. So. Ne? Ein bisschen Nostalgie kommt dann natürlich auch hoch. Das war schon cool. Aber alles andere... Pokémon New Snap bekam ein kostenloses Update. Irgendwann. Ja, wie gesagt, das würde ich gerne mal weiterspielen. Wie gesagt, das finde ich cool. Süß. Ja, wenn du Free Hugs hier verwaltet hast, Dankeschön. Dankeschön für Liebe, Chat. Liebe geht natürlich auch zurück. So Leute, ich bin jetzt aus meiner YouTube-Aufnahme. Also YouTube, war mir wieder eine Ehre für Sie, ein Video gemacht zu haben. Beziehungsweise schön, dass ihr hier ein Twitch-VOD bekommt. Bitteschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke vielmals fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten YouTube-Folge. Macht's gut, haut rein, tschüssikowski und ciao.